Yo Leute, Ruffy hier und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es endlich mal wieder um Boruto, denn es hat neue Spoiler gedroppt und ein sehr, sehr interessantes Interview zu dem Originalautor von Naruto, Kishimoto. Der hat was sehr, sehr Interessantes gesagt, dazu werden wir gleich kommen. Aber ich habe noch eine kleine Anmerkung an dieser Stelle. Und zwar, Leute, wenn ihr Fans seid von dem Spiel Naruto Storm 4, dann könnt ihr gerne bei den Ninja Spooky vorbeischauen, denn dort veranstalten wir momentan ein Turnier. Ich bin da auch Kommentator, deswegen, wenn es euch interessiert, könnt ihr da, wie gesagt, gerne vorbeischauen. Heute wird auch noch ein Part kommen. Deswegen, wie gesagt, so viel zu dem Thema an sich. Und bevor wir auf die Folgenspoiler eingehen von Folge 7 bis 10 von Boruto, könnt ihr noch ganz kurz dranbleiben, denn es gibt ein Interview von Kishimoto, was sehr, sehr interessant ist, und darauf gehen wir als erstes ein. Und zwar hat Kishimoto gesagt: Ich hoffe, die Boruto-Serie wird funktionieren, selbst wenn man jemanden von den alten Charakteren töten müsste, was passieren kann. Also, bevor ihr komplett rumkreischt und sonstiges, als kleines Merkmal dazu sollte auch gesagt sein, was Kishimoto eigentlich mit dieser Aussage sagen wollte, ist nicht, dass er jemanden töten wird. Er hat nur gesagt, oder er möchte sagen, dass Boruto, also die Serie an sich, nicht von dem Fakt heruntergezogen werden soll, dass Naruto der Vorgänger war. Also es soll nicht heißen, dass, weil der und der schon vorher im Naruto da war, sag ich mal, eine wichtige Rolle hatte, kann er nicht sterben. Er hat also keine Plot-Armor. Das möchte Kishimoto sagen. Alles kann passieren. Wie gesagt, Kawaki hat auch den Satz gedroppt: Ich werde dich dorthin schicken, wo der Siebte ist. Das lässt darauf schließen, dass er halt tot ist. Sasuke ist in einer ähnlichen Rolle wie Jiraiya, und wir wissen ja alle, was mit Jiraiya passiert ist. Deswegen könnte man hier ganz, ganz stark sagen, dass da in Zukunft was passieren wird. Gerade weil Boruto auch eine düstere Story haben wird, wie es danach aussieht, muss man sagen. Und was auch nochmal sehr, sehr wichtig ist: Kishimoto wollte am Ende von Naruto erstmal sich in Ruhe hinsetzen und quasi sein Leben mal ein bisschen genießen, weil für die Leute, die es nicht wissen, ein Mangaka zu sein, ist ein sehr, sehr harter Job. Man ist wirklich am gesundheitlichen Limit, was das angeht. Deswegen kann man verstehen, dass Kishimoto erstmal eine Auszeit haben wollte. Aber was man auch verstehen sollte, ist halt der Ehrgeiz von einem Mangaka, und deswegen ist Kishimoto auch zurück, zwar nicht voll als Mangaka, aber er möchte mit Boruto trotzdem weitermachen. Wir haben schon vorher gemerkt, dass er einen sehr, sehr großen Ehrgeiz hat, sage ich mal, dass er auch damals gesagt hat, er möchte alles tun, damit Boruto über Naruto steht, dass er Boruto als bessere Serie, sage ich mal, macht. Und er meinte selber auch, er hat in der Vergangenheit viele Fehler gemacht, die möchte er wahrscheinlich jetzt ein bisschen ausbessern. Das finale Wort, möchte ich fast sagen, ist hier, dass Charaktere wie Naruto, Shino, Sasuke, Sakura und so weiter und so fort, die können sterben, die können wirklich sterben, aber nach dem Start, den wir aktuell haben, sieht es nicht danach aus. Aber es kann natürlich passieren, wenn ihr die ganze Sache erklärt haben wollt zwischen Naruto und Sasukes Tod. Dazu habe ich auch ein Video gemacht, das werde ich euch auf jeden Fall verlinken. Also schaut da auf jeden Fall vorbei. Und jetzt ist die Spoilerwarnung nochmal raus. Und zwar für die Leute, die nicht wissen wollen, was jetzt in Boruto Folge 7 bis 10 passieren wird. Das sind jetzt nur die Titel, also keine Sorge. Ja, schaltet jetzt ab, aber es ist ein sehr, sehr interessanter Spoiler. Aber das war jetzt eure letzte Warnung. Also, Boruto, Naruto Next Generations Folge 7, Liebe und Kartoffelchips. Also, das wird eine mehr oder weniger Filler-Folge sein mit wahrscheinlich Jojo, damit man ein bisschen um ihren Charakter was machen, weil jeder Charakter hat so ein bisschen ihre Folge bekommen, sag ich mal, oder, ja gut, Sarah dann nicht so sehr, aber das wird noch kommen. Auf jeden Fall wissen wir, dass wahrscheinlich Jojo dann diese Folge bekommen wird, aber ich denke auch, dass in dieser Folge was angekündigt wird oder was angeteased wird, was auf jeden Fall wichtig ist, deswegen können wir uns darauf auf jeden Fall freuen. Aber es geht weiter mit Boruto Naruto Next Generations Folge 8, Nachricht aus dem Traum. Boruto träumt über jemanden, der ihm seine Augentechnik gegeben hat. Also, meine Freunde, dieser Traum könnte vielleicht eine Erinnerung sein von ihm, sage ich mal, die er verdrängt hat. Ist nur meine Spekulation. Wie gesagt, die Blutlinie von Boruto ist enorm interessant, deswegen könnte sich eine neue Art von Jutsu oder Dojutsu entwickelt haben. Also hat er eine ganz, ganz neue Augenform quasi. Ich denke immer noch, dass es vielleicht das Tenzigan auf der ersten Stufe sein könnte oder so, aber es könnte wirklich wegen dem Blut, sage ich mal, was er hat, wegen der Voraussetzung, eine neue Technik sein. Eine ganz, ganz neue Technik. Wir haben zum Beispiel Himawari, die ganz normale blaue Augen hat, aber trotzdem das Byakugan hat. Also es ist quasi möglich, sage ich mal, dass da vielleicht eine ganz, ganz neue Technik rauskommt. Aber wir merken, dass jetzt ein bisschen das ganze Fahrt aufnimmt und wir jetzt Schritt für Schritt mehr Infos bekommen. Und für die Leute, die es vielleicht nicht wissen, der Manga ist natürlich weiter voraus, aber was momentan im Anime passiert, war nicht im Manga drin. Das heißt, dieser Stuff, der gerade hier wirklich passiert, der ist absolut neu, und ich kann euch auch nicht wirkliche Antworten geben, was genau hier losgeht. Das Auge von Boruto ist momentan ein sehr, sehr großes Mysterium, aber es wird, wie gesagt, bald, ich sag mal, näher aufgeklärt. Vielleicht hat Naruto und Sasuke irgendwas in Boruto versiegelt oder so. Deswegen wird dieses Auge so, sage ich mal, getriggert von diesem Geist. Also Boruto kann es anscheinend nicht ganz steuern. Was man auch sagen muss, es gibt eine Sache im Manga, die noch nicht passiert ist in Boruto und die sehr, sehr interessant ist. Und zwar, die meisten von euch haben wahrscheinlich Boruto
Boruto The Movie gesehen. Da wissen wir natürlich, dass Boruto, Sasuke und Naruto gegen Momoshiki gekämpft haben. Das Ding ist aber hierbei, im Manga war das Ganze ein bisschen anders. Und zwar hat Momoshiki quasi die Zeit angehalten und es war so, dass quasi Boruto mit ihm geredet hat und Momoshiki ist dann nochmal verschwunden, sage ich mal, also komplett vernichtet worden. Man weiß nicht ganz genau, was mit ihm ist, aber es scheint so. Und er sagte zu Boruto ganz genau, deine Augen, die du hast, die werden dir nochmal zum Verhängnis werden. Und genau das passt halt zu dem, was momentan im Anime abgeht. Deswegen denke ich, dass man in Folge 8 und Folge 9 vielleicht Hinweise bekommen wird, was man mit Momoshiki vielleicht verknüpfen könnte. Und so könnte man dann vielleicht so ein bisschen erahnen, was dieses Auge im Endeffekt ist. Aber machen wir weiter mit Folge 9. Boruto, Naruto Next Generations Folge 9. Mein eigener Beweis. Boruto versucht, seine Augenfähigkeit zu aktivieren. Also es sind quasi Doppelfolge. 8 und 9 gehören zusammen und wir werden dann sehen, dass Boruto in Folge 8 überhaupt herausfindet, was das Ganze zu bedeuten hat, also mehr oder weniger. Und in Folge 9 wird er dann versuchen, das Ganze aktiv zu aktivieren. Vielleicht werden wir da noch was ganz, ganz Neues sehen und vielleicht wird dann mal so ein bisschen Kawaki geteased, weil Kawaki soll laut einer Coverpage auch im Dorf Konohagakure sein. Deswegen können wir auch mit ihm rechnen. Wann er kommt, ist aber eine andere Frage. Und dann noch Folge 10. Geistervorfall beginnt die Nachforschungen. Scheint so, als würde Mitsuki doch nicht dahinter stecken. Ich würde ihn aber noch nicht ganz ausschließen, dass er vielleicht dahinter steckt bei diesem, ja, sag ich mal, lila Chakra, diesem dunklen Chakra. Auf jeden Fall kann man hier auch wieder sagen, dass es wahrscheinlich so sein wird, dass in Folge 10 und 11 das Ganze geklärt wird und wir dann langsam aber sicher in die Team Sarutobi-Sache reingehen, also Team Konohamaru, dass wir das dann wahrscheinlich sehen werden, sage ich mal, dass man mehr in diese Genenrolle reingeht und so weiter und so fort. Und vielleicht wird die Schulenprüfung sogar im Anime anders sein, mal gucken. Also ich denke, wir werden jetzt im Boruto mehr oder weniger Fahrt aufnehmen und ich denke, wirklich spätestens Folge 20 wird das Ganze eine Story haben, die wirklich Sinn macht und wirklich Spaß macht zuzuschauen. Momentan ist Boruto auf einem guten Weg. Die meisten haben ja gedacht, dass Boruto sacken wird, nicht so gut sein wird, aber wir sehen, dass es wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg ist und mit diesen Folgen kann man auf jeden Fall sehr, sehr viel holen. Ich denke, Folge 8 und 9 wird wieder viele neue Fans dazu holen. Deswegen seien wir mal gespannt auf die Spoiler, die kommen werden, auf die Folgen, die kommen werden, eher gesagt. Lasst mir gerne eure Meinung da, was denkt ihr zu diesem Titel mit dem Auge von Boruto und was denkt ihr über das Interview von Kishimoto, dass vielleicht Charaktere sterben könnten. Und ja, wenn es euch gefallen hat, wie immer ein Daumen nach oben und ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein!